So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Evoland. In der letzten Folge haben wir endlich die dritte Dimension freigeschaltet. Das heißt, wir sind jetzt hier voll in 3D, oh Herz, unterwegs. Und können hier... Huch, Cutscene, das ist nicht der Weg zur Noria-Mine. Gehen wir stattdessen nach Süden. Freigeschaltet geskriptete Wege. Okay, dann können wir jetzt hier durch. Wir sind jetzt hier voll in 3D unterwegs. Sehr cool. Hier waren wir ja schon. Hier haben wir ja gerade die Kamerafahrt in der letzten Folge freigeschaltet. Secret? Secret? Nein, anscheinend nicht. RIP. Okay, haben wir hier... Komm, hier ist doch ein Secret versteckt. Erzähl mir doch nichts. Natürlich ist hier ein Secret versteckt. Epischer Kamerafahrt. Die Karte Wespe für Doppelzwilling. Sehr cool. Okay, da haben wir nichts. Da haben wir auch nichts. Dann gehen wir hier wieder raus. Die Frage. Oh, da oben war noch eine Schatzkiste. Hier ist aber auch eine. Hallo? HD-Texturen! Feinkörnigere Anzeige, dafür braucht ihr eine echt gute Grafikkarte. Nice, das sieht ja richtig gut aus. Jetzt fehlt nur noch die hohe Auflösung. Und ein Stern. Auch da kommen wir echt schnell voran, was die Sterne angeht. 7 haben wir schon von 30. Haben wir jetzt her? Ich habe jetzt gerade etwas die Orientierung verloren. Denn da drüben war noch eine Schatzkiste, die ich auf jeden Fall haben will. Da. Wie kommen wir da hin? Führt uns da der Weg lang? Ja, tut er. Also mehr oder weniger. Aber immerhin so ein bisschen. Hier haben wir noch ein Stern. Okay. Okay, noch ein Stern. Noch ein Stern. Noch ein Stern. Hier haben wir nix. Der Stein ist auch nur zu Deko-Zwecken da. Dann folgen wir mal dem Weg ein bisschen weiter. Die Noria-Mine liegt im Süden von hier. Wenn wir es schaffen, sie zu durchqueren, erreichen wir mein Heimatdorf. Ich hoffe, hier geht es allen gut. Beeilt euch bitte, mein Held. Hier sind wir wieder auf der Overworld. Allerdings in 3D. Und wir haben auch das Achievement freigeschaltet. 3D. Die Welt ist nicht mehr flach. Und auch nicht Mode 7. Was so am angenehmsten ist. Weil so im Nachhinein gesehen, Mode 7 war echt nicht schön. Also es war cool, weil es alles so 3D dargestellt hat, aber... Schön ist echt was anderes und wir sind hier in unserem ersten Dungeon. Mine geöffnet, jetzt könnt ihr die Noria-Mine erforschen. Die Öffnung für die Mine war selbstverständlich in einer Kiste. Okay, hier sind keine Wege. War selbstverständlich in einer Kiste versteckt. Was steht da? Anscheinend will man mir sagen, dass es hier lang gefährlich wird. Nein, in einer Mine. Moment, das ist doch Bowser da drauf. Das ist doch Bowsers Kopf. Sehr gut. Finde ich super. Hier ist versperrt, da kommen wir nicht durch. Die Tür ist anscheinend verschlossen. Wir müssen einen Weg finden, sie zu öffnen. Ich zähle auf euch. Zerbrechliche Töpfe haben wir freigeschaltet. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt einen auf Link machen und alle Krüge zerschlagen. Komm, gehen wir aus dem Weg, Fledermaus. Hier haben wir Druckplatten. Ist wohl nicht gerade Fort Knox. So, eine. Und zwei. Okay, und dann geht... Türmechanismus. Man fragt sich, warum sie überhaupt Türen haben. Gut, dann kommen wir hier durch. Haben den roten Zauberer freigeschaltet. Seine Fähigkeit, eure Kleidung schnell zu trocknen, wird euch gefallen. Nein! Uncool.
Aber wir haben ihn erwischt. Okay, der ist fies. Haben wir ihn? Ja, haben wir. Okay, sehr gut. Hui. Der hat Schaden gemacht. Also nicht viel, aber halt. Fallenraum. Hoppla, vielleicht hättet ihr hier nicht hinein sollen. Nein, sind es etwa Gegnerwellen. Also er hat nicht viel Schaden gemacht, aber er hat oft Schaden gemacht. Das war die Problematik. Aber hier bekommen wir einen Schlüssel, oder? Natürlich bekommen wir einen Schlüssel. Ratet mal, wofür. Naja, ich will jetzt nicht so drauf los spekulieren, aber ich schätze, den brauchen wir am Eingang. Nein, aber ich will ganz kurz noch was gucken am Eingang. Okay, wir können jetzt hier die Krüge zerschlagen. Da ist auf jeden Fall ein Herz drin. Nein, die kann ich trotzdem nicht zerschlagen. Auch wenn ich jetzt durch die Türen durchkomme. Dann öffnen wir hier die Tür. Und haben das Skelett freigeschaltet. Er braucht bloß mal eine Umarmung. Der Arme. Er Skelett. Die Gegner hier werden aber echt fieser. Gemein. So, wie wir da wohl rüberkommen. Ich sehe etwas im Wasser. In der Nähe muss es noch einen Mechanismus geben. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es vielleicht dieser rote Zauberer ist, den wir besiegen müssen. Wo ist er hin? Ah, jetzt ist er wieder da. Irgendwo ist irgendwas passiert. Das Fiese ist halt, dass er... Okay, in dem Raum können wir ihn aber leichter besiegen. Weil er ja nur zwei Treffer aushält und da jetzt nicht so die Ausweichmöglichkeit hat. Und wir haben das Labyrinth freigeschaltet. Lauf immer nach links. Oder war es rechts? So, dann können wir hier... Zack... die Fledermäuse kurz aus der Luft holen. Was haben wir hier? Noch ein Schlüssel. Ratet mal, wofür? Hier haben wir noch eine Schatzkiste. Die ist wahrscheinlich Secret, oder? Karte? Nein, Stern. Wie viele haben wir denn jetzt schon? 9. 9 von 30. Es ist tatsächlich... gar nicht so viel, wie es einem die ganze Zeit vorkommt. Aber ich habe das... Es ist ein gutes Belohnungssystem, weil man kriegt ständig was, aber es ist halt nicht so übertrieben viel, ne? Es ist angenehm. So, hier können wir die Tür aufmachen. Ah, Skelett! Von oben. Luftangriff. Komm, ich habe gehört, du brauchst eine Umarmung. Da kann ich dir helfen. Ich brauche auf jeden Fall Energie. Fällt mir gerade so auf. Danke. Ja, ein bisschen. Verschiebbarer Klotz sieht schwer auf. Passt auf euren Rücken auf. Den können wir dann auf den Schalter drauf. Damit können wir da durch. Okay. Sieht bis jetzt alles richtig aus. Ich hoffe nur, dass ich nichts bis jetzt übersehen habe. Da mache ich mir gerade die ganze Zeit Gedanken. Das war fies! Ich war in der Animation und habe Schaden von der Fledermaus gekriegt. Unfair. Unfair. Was haben wir hier? Oh, das sieht nach Kampfraum aus, mehr oder weniger. Glaube ich nicht. Natürlich. Natürlich ist es hier ein Kampfraum. Das sieht man sofort. 3 von den Skeletten. Hui, das wird ein Spaß. Aber ich kann die in so einem großen Raum, auch wie die Gegner ganz am Anfang, einigermaßen gut umlaufen. Ah, 2-mal getroffen. Ist okay, glaube ich.
Wir haben ein HD-Interface. Lebt wohl, reizende Pixel. Willkommen, Anti-Aliasing. Im letzten Raum gab es jede Menge Monster. Ich hoffe, ihr seid nicht zu schwer verletzt. Leider bin ich beim Kämpfen keine große Hilfe. Lasst mich zumindest eure Wunden heilen. Stimmt, wann sind wir eigentlich... Was bist du denn? Ein ausgerüsteter Octorok. Mit Helm. Ein Helmorock. Und wir haben ein Loch freigeschaltet. Ein toller Ort, um unsichtbare Monster loszuwerden. Warum unsichtbar? Das ist ein sehr gut sichtbarer Gegner. Der irgendwie keinen Schaden nehmen wollte, ne? Was haben wir hier? Links oder rechts? Eins von beiden ist eine gefährliche Wahl. Vermutlich das, das ich nehme. Natürlich. Oh Gott! Schaden! Aber es ist bestimmt absichtlich so, dass die erste 50-50-Chance schief geht. Abgesehen davon, dass sie bei mir sowieso immer schief geht. Haben wir jetzt rechts? Okay, nur rechts die Möglichkeit lang zu gehen. Wirbelwind, ein sanfter Wind, wird euch zur nächsten Falle führen. Okay, hier müssen wir abwarten. Dreimal pustet ihr der auch. Ah, das ist fies! Zwei, drei, durch. Eins, zwei, drei, durch. Eins, zwei, drei, durch. Ah! Ich hab ein bisschen... Ah! Was zum... Nervtötendes Geräusch freigeschaltet, wenn eure Lebenspunkte niedrig sind. Hätte ich ganz gerne etwas Energie. Gerade festgestellt, dass uns die Herzen tatsächlich nur ein Viertel Energie aufladen. Was ich gar nicht mal so cool finde. Lichträtsel. Echte Abenteurer müssen stark und schlau sein. Ah. Okay. Huch, das war, doof. So. Und damit geht auch die Tür auf. Bin immer noch ein bisschen low. Also vom Skill her natürlich. Okay, jetzt wird das Ganze schon besser. Das ist fies. Und hier haben wir... Nein! Hallo! Hallo, möchtest du bitte danke? Ein Schlüssel, ratet mal, wofür? Und dann können wir... Oh nein, wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Oh nein! Oh nein! Freunde, ich würde sagen, ich mache hier mal einen ganz kurzen Schnitt und wir sehen uns dann an der Stelle wieder, wo wir aufgehört haben. Bis gleich. So, ich habe gerade festgestellt, ich muss gar nicht alles nachspielen. Hier war zum Beispiel, das ist hochgefahren gewesen, da war noch ein Stern drin, den habe ich gerade eben eingesammelt. Und das, was wir alles aufgemacht haben, das ist schon offen. Ich habe hier gerade nochmal einen roten Magier besiegt. Das heißt, wir können jetzt hier quasi, ja, fallende Gegner von mir aus. Warum ist das nicht oben? Uncool. Das heißt, wir können hier eigentlich gerade durchmarschieren. Von daher ist das Ganze auch gar nicht so tragisch, dass hier unten eigentlich was versteckt. Ja, ein roter Magier. Das ist hier im Labyrinth gar nicht so cool tatsächlich. Muss ich ganz offen gestehen. Dass das nicht meinen Geschmack trifft. Geht mir bitte alle aus dem Weg, danke. Ihr auch. Das Spiel erlaubt mir hier einfach durchzugehen, von daher mache ich das auch. Kann ich bei euch vielleicht das ein oder andere Herz farmen?
Nein, stattdessen kriege ich noch Schaden beim Versuch. Okay. Okay, danke, Spiel. Die Krüge sind auch nicht respawned. Das finde ich hart. Helmiger Octorok, gehst du bitte aus dem Weg? Oh nein. Windrätsel. Hier müssen wir wieder durch. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Wundervoll. Hier, das haben wir ja gemacht. Oh, geht mir aus dem Weg. Nein, warum kommen die jetzt hier mit? Wir haben den Schlüssel geholt. Da wäre der Speicherpunkt gewesen. Willst du mich... Lava haben wir freigeschaltet. Hier verwandelt sich... die hier verwandelt sich in keinen Obsidian. Das sieht tatsächlich etwas gefährlich aus. Da bin ich recht froh, wenn ich so schnell wieder drüber bin. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Passt auf, wo ihr hintretet. Danke, Spiel, dafür. Glaube ich. Herz. Okay, jetzt müssen wir uns hier irgendwie durch manövrieren, durch die Lava. Hier kommen wir lang. Hier lang. Und hier lang. Automatisch feuern. Gutes Timing ist der Schlüssel zum Erfolg. Ah! Wow. Okay. Da haben wir Lavabälle, glaube ich. Die hier auf uns feuern. Okay, die feuern auch. Okay, hier müssen wir einfach nur... Okay. Das ist... Wow! Easy zu handhaben, wollte ich sagen. Wurde getroffen. Ah, einfach durchrennen. Oh nein! Unsichtbare Fallen auf dem Boden. Kannst du bitte aufhören, dir meine Kekse zu klauen? Ah, Keksdieb! Und Gegner, help! Ich bin ein bisschen low, tatsächlich, vom Skill. Deswegen piept's und wir sind Game Over. Gut. Dass wir das geklärt haben, Freunde. Ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein von Evoland. Gespeichert, gespeichert, gespeichert. Nein! Kannst du bitte nicht... Ich möchte hier abmoderieren. Ich wollte... Nein, jetzt muss ich hier ganz kurz... Moment. Ich muss mich ganz kurz um die roten Magier kümmern, bevor ich hier in Ruhe abmoderieren kann. Okay, einen haben wir. Wo ist der? Hallo? Wo bist du? Da unten hinter der... Der will doch gar nicht gegen mich kämpfen, wo der sich da rumtreibt. Was macht der da? Okay, ich moderiere jetzt einfach ab. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.